es ist Freitag und Zeit für ein neues veganes Food Diary hier am Food Friday. Und ich freue mich immer riesig, wenn ihr Videowünsche habt oder auch Ideen für ein bestimmtes Thema, jetzt auch gerade für den Food Friday. Und letzte Woche hat mir jemand von euch vorgeschlagen, ob ich nicht mal zeigen kann, was man an so veganen Gerichten ohne Bananen machen kann. Weil ich glaube, es ist so ziemlich typisch unter den Veganern, dass irgendwie viele Bananen gegessen werden. Sei es jetzt in Ice Cream oder Bananenbrot und so weiter. Also meistens sehr typischer eher in solchen süßen Gerichten. Aber Bananen sind ja tatsächlich gar nicht mal so... Natürlich wird jetzt gerade gestaubsaugt da oben. Bananen sind ja allgemein auch sowieso gar nicht so nachhaltig, weil die ja meistens einen super langen Transportweg haben, bis die erstmal hier bei uns im Supermarkt und dann zu Hause landen. Und für mich war es auch gar nicht so ein großes Problem, weil ich letzte Woche und allgemein gar nicht so groß Lust auf Bananen hatte und es ja auch jetzt gar nicht so schlecht ist, gar nicht so viele davon zu essen. Aber es gibt natürlich noch eine ganz große weitere Auswahl an Gerichten, die man sich auch ohne diese süße Frucht zubereiten kann. Und da habe ich euch heute mal ein paar von zusammengeschnitten. Oh yeah, es darf natürlich keine Ice Cream zum Frühstück fehlen, aber wie versprochen ist es ja heute alles ohne Bananen. Deswegen habe ich hier mal eine Dreamy Creamy Bowl kreiert. Und zwar sind da einmal Blaubeeren drin, deswegen diese schöne lilane Farbe. Dann habe ich außerdem gefrorene Mango mit reingegeben und auch Erdbeeren. Eine Dose Kokosmilch oder zumindest auf jeden Fall diesen festen Teil, damit das Ganze halt schön cremig wird und das gibt auch eine schöne Süße. Da habe ich dann noch ein bisschen Avocado reingetan für die Creaminess und außerdem gefrorenen Blumenkohl. Genau, obendrauf haben wir jetzt ein super leckeres Topping und zwar meine liebste Erdnussbutter mit gerösteten Erdnüssen. Dann habe ich hier Goji-Beeren, diese roten, die schmecken ein bisschen nach Rosinen, auf jeden Fall sehr lecker. Und dann noch Kakaonips, also Kakao und Erdnuss geht da sowieso immer, also diese Kombi mit Schoki und Erdnuss. Wow, das sieht auf jeden Fall richtig lecker aus, finde ich. Veganes Rühreis finde ich immer eine super Idee als Frühstück oder auch als Mittagessen und ich habe hier jetzt einmal in einer Pfanne Zwiebel mit Tiefkühlerbsen angebraten und dazu habe ich dann einen Naturtofu gebröckelt, einfach so mit den Fingern klein gemacht, damit es halt so eine rührei-artige Konsistenz ergibt. Das Ganze habe ich dann gewürzt mit Kalanamak-Salz. Das kam allerdings erst zum Schluss dazu. Das ist halt dieses geschwefelte Salz, was nach Ei schmeckt. Und dann außerdem noch Paprikapulver und Kurkuma für die gelbe Farbe, ein bisschen Pfeffer. Und außerdem ist da noch Knoblauch mit drin und eine Prise Chili. Dann haben wir hier an der Seite noch so einen Kürbisaufstrich, den gleichen, den ich auch letztens in meinem Salat hatte als Dressing. Den kann man dann auch einfach zum Beispiel mit Apfelessig und ein bisschen Wasser mischen, damit das halt ein bisschen flüssiger wird. Und dazu haben wir dann hier noch eine kleine Salatecke aus Rucola und Tomate mit ein bisschen Pfeffer als Topping. Zeit für eine selbstgemachte Snackplatte. Ich habe mir hier mal ein paar Köstlichkeiten zusammengestellt für den kleinen Hunger auf was Süßes. Und zwar habe ich hier vorne in der Ecke einmal in Schokolade ummantelte Kaffeebohnen. Die sind total lecker. Also ich glaube, das wäre jetzt auch nicht die beste Idee, die noch so spät abends zu essen, aber sind auf jeden Fall sehr schmackhaft. Dann haben wir hier einmal Cashewkerne und da hinten auch Walnusskerne. Die sind ja halt sozusagen herzhaft sozusagen. Und da hinten sind aber noch süße Sachen und zwar einmal so schwarze getrocknete Maulbeeren. Die schmecken so ein bisschen knusprig, aber auch leicht nach Rosinen, finde ich immer. Auf jeden Fall auch super als Topping auf solchen Bowls, Smoothie Bowls zum Beispiel. Dann hier vorne, was so ein bisschen aussieht wie Trockenfleisch oder sowas, habe ich noch nie gegessen. Auf jeden Fall ist das hier getrocknete Papaya. Die schmeckt auch super schön süß und so ein bisschen wie Gummibärchen tatsächlich. Also von der Konsistenz her halt so ein bisschen was zum Abbeißen, aber trotzdem halt weich. Und dann hier in der Ecke haben wir dann noch einmal ummantelte, getrocknete Physalis, auch in Schokolade. Und die schmecken halt auch wieder so ein bisschen säuerlich und darauf kann man halt auch so ein bisschen rumkauen. Und naja, Schokolade ist ja auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und das ist jetzt hier meine kleine Snackplatte für zwischendurch. Gebratene Kräuterlinge. Shiitake. Ich habe heute meine liebe Toni zum Abendessen hier und wir haben uns Burger gemacht zum Abendessen und da haben wir einmal die selbst gekauften Burger Patties von Garden Gourmet und zwar sind die auf Erbsenprotein, meine ich. Und dazu gibt es dann diese Kräuterseitlinge, die haben wir uns mal geholt und dann einfach in solche Streifen geschnitten und dann in der Pfanne mit Apfelessig, Liquid Smoke für den rauchigen Geschmack, außerdem Paprikapulver, Pfeffer und Ahornsirup angebraten. Ich finde, die sehen total lecker aus. Und dann haben wir hier noch einmal Rucola, da
dann natürlich Tomate und Gewürzgurkchen für mich. Für Tun gibt es ein paar Jalapenos. Dann haben wir uns ja diese komisch aussehenden, selbst aufgebackenen Laugenbrötchen geholt. Das sind eigentlich eher so kleine Berge geworden. Auf den einen ist Salz mit drauf. Ich finde, das sieht aus wie Sesam. Und dazu gibt es dann eine selbstgemachte Soße aus Sojajoghurt, dann eine selbstgekauften Salsa und noch irgendeinen Paprika-Ketchup, den ich im Kühlschrank gefunden habe. Apfelessig natürlich und dann noch Frühlingszwiebel und Gurke. Gibt es jetzt Eis zum Nachtisch und ich liebe dieses Erdnusseis. Es ist so intensiv vom Geschmack her und Toni kennt das noch nicht, deswegen wollten wir es mal probieren. Die haben auch andere Sorten wie Schoko und auch Beere und mit Mango und sowas, aber das hier ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingssorte. Und das ist jetzt noch ein bisschen hart, vielleicht muss man das ein bisschen draußen stehen lassen, bevor man es serviert, aber das gibt es jetzt bei uns zum Nachtisch. Yummy! Ein super leckeres und vor allem auch schnelles Frühstück ist, finde ich, immer Grießbrei. Dafür habe ich jetzt einfach in einem Topf 2 Tassen Hafermilch aufgekocht und dann eine Tasse Grießbrei dazu gegeben. Also halt immer 2 Teile Flüssigkeit mit einem Teil Grießbrei. So mache ich das immer. Und das Ganze habe ich dann halt ganz schnell zusammen gemixt mit einem Schneebesen. Das wurde dann auch ziemlich schnell fest. Dann habe ich es einfach noch ein paar Minuten mit einem Deckel drauf stehen lassen, damit das halt, ja, halt so eine schön cremige Konsistenz ergeben hat. Das Ganze kam einfach in so eine Schüssel und wurde getoppt mit einem einer tiefgekühlten Beerenmischung, die taut hier jetzt so langsam auf und das finde ich ist auch super lecker. Da sind halt Erdbeeren drin, Himbeeren, Kirschen, Brombeeren und Johannisbeeren. Und diese Soße hier oben drauf sieht fast aus wie eine Schokosoße. Das ist aber tatsächlich die Süße für das Ganze. Ich habe dafür jetzt nämlich Dattelsirup genommen, anstatt irgendwie Agavendicksaft oder Ahornsirup oder halt auch anstatt Banane. Und zwar ist einfach nur Sirup aus 100% Datteln, also super natürlich. Und Datteln an sich sind halt super süß. Ihr könntet aber auch natürlich ganz einfach Dattelstückchen mit drauf geben oder auch Datteln irgendwie selbst mit ein bisschen Wasser pürieren zu so einer Paste. Ich habe zwar erst vor so 1-2 Stunden Frühstück gegessen, aber irgendwie habe ich jetzt schon wieder Lust auf was Herzhaftes, aber halt nicht so viel. Deswegen habe ich mir mal einen leichten Salat gemacht und zwar aus Eisbergsalat und Rucola und dazu so einem richtig leckeren Dressing. Das habe ich aber auch wieder ganz spontan und easy aus einem Aufstrich gemacht, also halt mit Kichererbsen und Karotte und Kürbis ist der. Ich freue mich auch schon so auf den Kürbis wieder jetzt im Herbst, der jetzt auch schon bald wieder kommt. Und obendrauf habe ich einfach ein paar schwarze Oliven gegeben, dann etwas Pfeffer und ein paar Walnusskerne. Eine kleine Spontankreation Müsli aus verschiedenen Resten sozusagen. Ich hatte jetzt noch so eine fertige Mischung mit Dinkel und Maisflocken drin und Kokosraspeln und verschiedenen Nüssen. Und ich habe jetzt noch zusätzlich ein paar von diesen gefriergetrockneten Himbeeren dazu gegeben. Die sind, finde ich, auch super lecker. Vor allem kann man die auch ganz wunderbar in so einen Pulver vermixen und dann zum Beispiel Energiebällchen darin wenden. Die schmecken halt süßlich, aber auch leicht säuerlich. Also total lecker. Und dazu habe ich jetzt außerdem noch ein paar Cashewkerne gegeben, die jetzt schon untergegangen sind, außerdem Kürbiskerne und dann einfach Hafermilch. Die trinke ich so zurzeit am liebsten. Genau, jetzt habe ich hier auch ganz viele verschiedene Nährstoffe und leckere Sachen und ich finde, Müsli macht halt immer richtig gut satt. Findet ihr nicht auch, dass ein Dessert im Glas immer noch direkt viel fancier aussieht als in einer Schüssel oder sowas? Ich habe mir jetzt hier mein geliebtes Ranola gemacht. Das ist ja so eine Mischung aus frischen Datteln, die so richtig schön weich sind, und Haferflocken. Dazu habe ich dann noch Zimt gegeben. Da könnt ihr aber Kakaopulver nehmen oder irgendwelche Nüsse und Samen oder Nussbutter oder Kokosraspeln oder Kokoschips. Und das Ganze wird dann zusammen gemixt zu einer krümelig-klebrigen Konsistenz, aus der man eigentlich auch so Energiebällchen machen könnte. Das Ganze kam jetzt hier aber halt in dieses Glas und dann getoppt wurde das mit Joghurt. Da könnt ihr auch den nehmen, den ihr gerne möchtet. Ich mag zum Beispiel auch gerne Kokos. Mandel tatsächlich nicht so, weil ich nicht so ein Fan von Marzipan bin. Und obendrauf kamen dann einmal tiefgekühlte Blaubeeren. Und um das Ganze dann noch perfekt abzurunden, wie auch Marco immer sein Porridge, habe ich dann noch 2 Blättchen Basilikum obendrauf gegeben. Das schmeckt, finde ich, auch immer ganz wunderbar in der Kombi mit süßen Sachen. Snacktime. Ich habe mir jetzt hier mal so einen Riegel geholt, der ist aus einer Retterbox. Also eigentlich ist das schon sozusagen abgelaufen, aber natürlich noch gut und genießbar. Und zwar ist der mit Beeren und Kokosnuss. Da sind da Datteln für die Süße drin und außerdem verschiedene Nüsse und Kerne. Und ich liebe sowas ja für zwischendurch. Also wenn ich mir sowas nicht selber mache, dann kann sowas auch mal gerne sein. Und vor allem, wenn man damit immer noch was Gutes gegen die Lebensmittelverschwendung tut. Lasst mich super gerne wissen, was eure liebste Alternative zu der Banane ist. Also was ihr dann in Rezepten einfach
anstattdessen benutzt. Und ihr könnt mir, wie gesagt, immer super gerne Wünsche und Ideen da lassen, um gerade den Food Friday ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Da könnt ihr ganz kreativ und ausgefallen denken, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, die Rezepte findet ihr wie immer in der Infobox unten drin. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!